Hallo, liebe Chili-Freunde. Das Wetter im Ruhrgebiet ist in den letzten Wochen ziemlich kalt und regnerisch. Da hat selbst der Hund wenig Motivation, vor die Tür zu gehen. Umso besser ist es dann natürlich, wenn man stattdessen daheim seine Chilis pflegen kann. Und damit herzlich willkommen zu meinem heutigen Anzucht-Update aus der Saison 2021. Und natürlich geht es in diesem Video in erster Linie um den Stand meiner 10 ausgewählten Chilis im großen Regal. Es kommt aber auch wieder etwas Leben in das IKEA-Anzuchthaus. Und die ersten Planungen für das Gemüsehochbeet im Garten laufen an. Außerdem starte ich mit der Anzucht von ein paar zusätzlichen Obstsorten, die im Sommer auch in große Stofftöpfe kommen sollen. Wie immer also viel zu tun. Legen wir los. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem Blick in die Anzucht und gucken uns die einzelnen Pflanzen mal an. Angefangen bei der Carolina Reaper. Die hat ja, wie man hier sieht, anfangs so ein bisschen krüppelige Blätter gebildet. Ich weiß nicht, hier unten ist auch noch eins, das so ein bisschen, wo man ein bisschen erkennen kann, dass das so ein bisschen verkrüppelt war. Aber hat sich sehr schön wieder ausgewachsen. Auch die Farbe gefällt mir richtig gut. Nicht zu grün, aber auch nicht blass. Also mit der bin ich sehr zufrieden, auch wenn sie vom Wachstum nicht super schnell ist. Aber soweit gefällt mir das gut. Ja, ein Ticken größer, dafür auch etwas blasser nach wie vor ist die Madame Jeannette. Da überlege ich aktuell, düngen, nicht düngen. Ich weiß nicht, bisher habe ich sie nicht gedüngt. Ich überlege es noch, wenn ihr eine gute Idee habt, was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare, aber aktuell würde ich erstmal noch dazu tendieren, sie weiterhin nur mit Zusätzen zu gießen. Ja, den Grund zeige ich euch auch direkt. Wenn wir uns hier die Achi Crystal angucken, die ist für meinen Geschmack deutlich zu grün, ist genauso behandelt worden wie die Madame Jeannette. Von daher denke ich nicht, dass da ein absoluter Mangel vorliegt. Hier an dem Blatt sieht man es auch sehr schön, dass es richtig so ein bisschen ledrig ist und auch so ganz leichte Ödembildung zeigt, weil von unten sieht man es fast gar nicht. Aber was ganz interessant ist, ich hatte euch ja im letzten Video gezeigt, dass die ganzen Blätter so aufgerollt waren und man sieht, wie ich es auch beim letzten Mal gesagt habe, die älteren Blätter rollen sich alle auf, also wieder auseinander und nur die neuen Triebe, die bleiben so aufgerollt. Ich zeige euch auch direkt, was ich meine, woran es liegt, nämlich die sehr niedrige Luftfeuchtigkeit hier im Regal. Das scheint insbesondere der Achi Crystal ein bisschen zu schaffen zu machen, aber da sie das bisher ganz gut wegsteckt, denke ich, kann man das erstmal noch so tolerieren. Ja, ansonsten nutze ich die auch direkt mal, um euch einen kleinen Blick auf den aktuellen Wurzelstand zu zeigen, weil die ja somit die größte hier ist. Man sieht so ein ganz klein bisschen Wurzelspitzen gucken hier und da raus. Für meinen Geschmack aber noch viel zu wenig, als dass ich jetzt schon ans Umtopfen denken würde. Ich denke mal, die kann mindestens noch ein, zwei Wochen in dem Topf bleiben. Kriegt ja auch dann noch ein bisschen Dünger zwischendurch und ja, dann geht es dann vielleicht in zwei Wochen in die 3-Liter-Töpfe. Machen wir noch mit einer anderen großen weiter, auch im Namen, New Max Big Jim. Auch die, finde ich, sieht sehr gut aus. Hat auch ein ganz klein bisschen hier die aufgewellten Blattränder, aber alles nichts Wildes. Ich habe übrigens nach dem letzten Video sie nicht mehr gedüngt. Ich hatte es ja überlegt, man sieht es hier unten, weil die unteren Blätter so an Spitzen insbesondere ein bisschen blass geworden sind. Habe mich dann am Ende dagegen entschieden. Ich glaube, es war die richtige Wahl. Bisher verkraftet sie es oder bisher geht es ihr prima, hat keinerlei Mangelsymptome. Ich denke, mehr Düngung hätte da auch keinen Vorteil gebracht, eher im Gegenteil. Dann die letzte von den großen aus der Riege. Bei der ist es besonders schön, sich mal auch die Seitentriebe anzuschauen. Man sieht das hier, also da sind wirklich lange Seitentriebe dran. Und neben der New Max Big Jim ist es auch die einzige, die schon massiv anfängt, Blüten zu bilden. Man sieht das hier, die Königsblüte in der Gabelung, aber auch hier oben überall entstehen jetzt schon Blüten. Also die fühlt sich rundum wohl. Auch man sieht hier so ein bisschen die panaschierten Blätter dieser Sorte. Sieht für meinen Geschmack wirklich gut aus. Und ja, mit der bin ich sehr zufrieden und freue mich wirklich drauf, wie die am Ende aussieht, wenn sie groß ist. Und vor allem auch, ob die Früchte diese tolle rot-lila Färbung bekommen, wie auf den Bildern. Ja, so viel zu den ganz großen. Dann fangen wir mal mit den mittelgroßen oder mit der einen mittelgroßen an. Das hier ist die Fatali. Das ist die, die ich mir von einem Kumpel zurückgeholt habe. Also das ist nicht die, das ist die, warum ich mir eine vom Kumpel zurückgeholt habe.
Und zwar hatte die ja so starke Verbrennungen, also ich vermute auch Überdüngung an den Blatträndern. Hier bei dem Blatt sieht man es noch so ein bisschen. Ich habe die jetzt extra noch dran gelassen. Die werde ich gleich mal abknipsen, die alten Blätter hier unten. Aber ja, ich habe sie dann einfach weiter mit Wasser gegossen und so sieht sie jetzt aus. Ich denke, da kann man nicht meckern, hat sich gut erholt. Von daher, hier habe ich noch den Ersatz. Der geht dann, man sieht, der ist ein bisschen weiter, also das hat die schon zurückgeworfen. Wenn man die beiden mal vergleicht, aber inzwischen hat sie das gut wieder aufgeholt. Der hier war anfangs viel größer, stagniert jetzt so ein bisschen und meine eigene holt wieder auf. Von daher werde ich die behalten, die andere zurückgeben. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir die Hallows Eve. Ich glaube, das hier ist auch eine. Genau, da habe ich zwei Stück, relativ ähnlich groß. Eine davon kriegt dann besagter Freund als Dankeschön für die Leihgabe der Fatali. Ja, machen sich auch gut, hängen natürlich noch ein bisschen hinterher, weil es einfach auch die allerletzten waren, die gekeimt sind. Genauso hier die Thanos. Die ist meine allerkleinste im Moment noch. Nee, ist sie nicht. Die Trinidad Scorpion ist die allerkleinste. Aber von denen, die keine großen Probleme hatten, ist sie die kleinste. Und ja, die Trinidad Scorpion, da ist mir eine eingegangen, die habe ich inzwischen weggeworfen. Hier also der nächste Anlauf. Ich hoffe, es klappt jetzt endlich mal. Ich habe noch eine zweite in ähnlicher Größe in einem Anzuchttab, aber ich wollte mit der einfach auch mal testen, wie der Unterschied aussieht im Anzuchttab, vorkeimen oder direkt in Erde. Schauen wir mal. Ansonsten ja, sind das alle. Ich habe hier noch eine kleine Hallows Eve stehen, die wird auch noch verschenkt werden. Aber soweit aktuell der aktuelle Stand. Wie gesagt, alle Chilis wurden am 6. Dezember angekeimt, kamen dann so im Laufe der ersten Woche. Teilweise hat es bis zu 4 Wochen gedauert bei der Thanos, bis was gekeimt ist. Und ja, heute haben wir den, ich glaube, 28. Januar. Das heißt, innerhalb von etwas unter 2 Monaten ist das jetzt der aktuelle Stand. Ich bin zufrieden. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht noch schneller wächst, weil bis zum Mai ist es ja noch eine ganze Weile. Und irgendwie muss ich die Pflanzen ja noch in meinem Regal bis dahin bei Laune halten. Dann habe ich noch was anderes, was ich euch zeigen wollte. Und zwar wollte ich mir eigentlich nur eine Packung Physalis-Samen bestellen. Amazon hat mir dann aber dieses hier vorgeschlagen. Und ich fand das interessant, habe mir gedacht, das nehme ich mal. Physalis war mit drin. Von daher habe ich, was ich wollte, habe aber tatsächlich dann noch eine andere Physalis-Sorte zusätzlich bestellt. Auf die warte ich momentan aber noch. Aber ich fand das ganz interessant, weil hier sind verschiedene Obstsorten drin. Und ich weiß noch nicht, ob ich alle davon anziehe. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Vielleicht kann ja jemand von euch was dazu sagen und sagt, also eins davon müsste ich auf jeden Fall machen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann ziehe ich das vielleicht noch in Erwägung, das diese Saison dazu zu nehmen. Ja, ich habe hier Sanddorn, habe ich gar keine Ahnung, wie der wächst und was ich damit soll. Muss ich mir mal angucken, aber aktuell steht er jetzt nicht unbedingt auf meiner Liste. Ich glaube, Rhabarber könnte was sein, was eventuell ins Hochbeet könnte. Sieht mir auch relativ danach, ja, sieht mir danach aus, dass es bis Juni fertig ist. Das heißt, es ist eher für die erste Jahreshälfte was. Also da könnte ich mir gut vorstellen, den ins Hochbeet zu nehmen. Wassermelone wird vermutlich für mich eher nicht sein, weil ich dafür nicht so wirklich die richtigen Gegebenheiten habe. Ich glaube, das ist was, was man eher in ein Beet pflanzen sollte. Balkonerdbeere reizt mich auch nicht so, aber die weiße Erdbeere, ich glaube, die werde ich auf jeden Fall mal anziehen. Die sah auf den Fotos ziemlich vielversprechend aus. Ja, Goji-Beere ist ein bisschen wie der Sanddorn. Da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Also falls die jemand von euch schon mal gemacht hat, bin ich über Hinweise sehr, sehr dankbar. Vielleicht auch Tipps, wie man die am besten zieht in Töpfen. Ja, die Physalis, die werden wir auch gleich kurz in den Beutel bringen. Da habe ich schon was vorbereitet. Und bei der Zuckermelone, denke ich, ist es ähnlich wie bei der normalen Melone. Die ist vermutlich eher nichts für mich. Die Samen werde ich, denke ich, mal verschenken. Ja, Physalis, eigentlich ein Lichtkeimer, soll aber angeblich auch im Dunkeln keimen können. Saattiefe geben sie hier mit 0,5 cm an. Ich mache es ganz traditionell im Beutel. Den habe ich mir hier vorbereitet und beschriftet. Das wäre vielleicht von der anderen Seite klüger gewesen. Seht ihr mal, alles live hier. Ja. Viel besser funktioniert es aber auch nicht.
So, da haben wir es. Also ich werde von der Sorte nur eine am Ende brauchen. Das heißt, ich werde aber trotzdem mal sicherheitshalber so 3 Samen in den Beutel tun. Ich glaube, über 20 sind hier in einem so einem Beutel drin, also mehr als genug für mein Vorhaben. Wie gesagt, ich habe noch eine andere Physalis-Sorte, irgendwas mit Gold im Namen, ich weiß es gar nicht mehr genau, bestellt. Die werde ich auf jeden Fall aber auch noch anziehen. Na, komm her. Und dann ja, wie immer, einfach 3 Stück, um ein bisschen Backup zu haben, in den Beutel. Sprühflasche. Mal ein bisschen auseinanderziehen. Ja, grundsätzlich ist es klüger, erst reinzusprühen und dann die Samen reinzulegen. Aber so ist das, wenn man das live im Video zeigen will. So, die Samen sind drin. Ich werde es einfach so machen, ich lege die gleich auf meine Zeusboards, dann spare ich mir die Heizmatte. Ich denke, die freuen sich auch über ein bisschen mehr Wärme zum Keimen. Ich werde einfach die klare Seite nach oben legen, dass sie auch ein bisschen Licht zumindest bekommen. Ja, und dann schauen wir mal, wie schnell die keimen. Und die kommen auf jeden Fall nächstes Jahr in den Garten. Im IKEA-Gewächshaus steht die eben erwähnte Trinidad Scorpion Chocolate im Anzuchttab. Und außerdem starte ich dort gerade ein kleines Experiment, für das ich 9 Samen der Archigolden bereit mache. Die Details, was ich hier genau vorhabe, verrate ich euch heute noch nicht. Nur so viel, es geht um eine Frage, die in der Sämlingsanzucht immer wieder heiß diskutiert wird. Und wo wir gerade bei Experimenten sind, ich wollte mal testen, ob ich auf der unteren Etage Mikrotomaten in einen Litertöpfen ziehen kann und diese in so einem Setup genug Früchte bilden, dass sich der Aufwand lohnt. Ich weiß, es ist ein etwas beklopptes Vorhaben, aber dafür ist der Kanal hier ja auch da. Und für den Test starte ich jetzt mal mit 2 Pflanzen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass man da noch ein bisschen mehr auf die Etage bekommt. Als Sorten habe ich für den linken Topf eine Tiny Tim vorgesehen. Die ist leider noch nicht in der Post gewesen, kommt aber hoffentlich morgen. Und rechts, gerade frisch eingezogen, ist eine Micro-Cherry-Tomate. Beide sollen sehr, sehr klein bleiben. Ich schätze, in den 1-Liter-Töpfen dürfte es erst recht der Fall sein. Und dann schaue ich mal, ob ich die unter oder in der Höhe so weit gezogen kriege, dass sie signifikant Früchte tragen. Demnächst wird es auch wieder Zeit, unser Veg-Truck-Hochbeet neu zu bepflanzen. Das Saatgut dafür ist bereits bestellt und eventuell werden wir uns sogar ein zweites solches Hochbeet für die kommende Saison zulegen. Vielleicht mache ich dazu dann auch nochmal ein eigenes Video. Wenn ihr das genauso wie neue Folgen aus meiner laufenden Chili-Anzucht nicht verpassen wollt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mir helfen möchtet, dass YouTube es noch mehr Menschen vorschlägt, dann gebt meinem Video doch sehr gerne ein Like. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns demnächst wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß und Erfolg in eurer laufenden Anzucht. Macht's gut, ciao, bis demnächst.